Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns mit jedem Covenant erfarmen können. Und zwar ist es der Markzahn. Dieses Mount bekommen wir über zwei verschiedene Quellen. Und zwar einmal über eine Kiste und einmal über einen Boss. Und beides findet in einer Instanz statt, die sich hinter mir befindet. Und zwar haben wir hier die Instanz, die nekrotische Schneise. Und hier können wir uns das Mount erfarmen. Der erste Weg ist einfach, den Endboss in der nekrotischen Schneise umzuhauen. Und dort können wir das Mount dann looten mit einer relativ kleinen Chance, aber nur im mythischen, also nur in der mythischen Schwierigkeitsstufe. Heißt, ihr könnt mit einem Char nur einmal die Woche dort den Loot bekommen. Ihr könnt zwar in die mythische Schwierigkeitsstufe so oft reingehen, wie ihr wollt, aber im mythisch plus 0 nur quasi einmal Loot von den Bossen bekommen und dementsprechend, da der Endboss das Mount droppt, auch nur einmal die Woche pro Char. Ihr könnt dann noch drüber hinaus das Ganze im mythisch plus farmen, heißt, so oft wie ihr wollt in den mythisch plus rein, immer einen 2er, 3er, 4er, 5er Key, ihr könnt es auch im 15er Weekly Key farmen, so habe ich eine Weile tatsächlich auch gemacht und da habt ihr dann auch in dem Schatz am Ende die Möglichkeit, das drin zu haben. Aber, wie gesagt, nur hier aus der nekrotischen Schneise. Heißt, der Schatz hat eine Dropchance von 0,5% und der Boss laut WoW-Head-Daten von 0,7%. Ich denke mal einfach, das sind so kleine Messunterschiede. Ich vermute, dass die Dropchance so Pi mal Daumen zwischen 0,5 und 1% irgendwo angesiedelt ist. Und zwar bei beiden. Ich habe meinen Mount persönlich aus Mythic Plus 0 bekommen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Mount jetzt ein bisschen genauer an. Und dann schauen wir uns noch, wie ihr möglichst effizient das Mount farmen könnt. So, also wir gehen jetzt mal ein Stück näher ran. Ihr seht schon, wir haben hier quasi nur so eine Chimäre mit zwei Köpfen. Ich glaube, der Fachausdruck hier in Shadowlands heißt Flatterflügel für solche Viecher. Und wenn wir jetzt hier das Mount Special ziehen, dann sehen wir, das Viech bäumt sich auf und dann wird hier noch ein bisschen Drohgebärden geleistet. Auf jeden Fall ein relativ schickes Mount. Es gibt auch hiervon noch ein paar andere Models. Ich habe es schon angesprochen, der hieß, glaube ich, Flatterflügel. Nee, ich hatte irgendeinen, der so ähnlich hieß. Ich glaube, es Maldraxus gab es da auch nochmal einen, der so aussah. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Hier, das waren die hier. Genau. Flatterflügel, okay, mit Doppel-D war das hier. Und dann haben wir, genau, hier haben wir nochmal einen. Also es gibt, soweit ich das jetzt sehe, insgesamt drei Stück. Zwei aus Maldraxus, einen hier aus der Instanz. Und ja, sind auf jeden Fall ganz nette Mounts. Gut, jetzt gucken wir uns mal an, wie ihr das am besten macht. Also Instanz dürftet ihr alle kennen, hier in der Bastion auf den Koordinaten 40, 55. Und wenn wir dann in die Instanz reinschauen, ich habe da ein Add-on Mythisch Dungeon Tools, können wir uns das Ganze angucken. Wenn ihr das Ganze im Plus 0 farmt, also sprich, wo ihr einfach auf Mythisch stellt, dann macht ihr so, dass ihr quasi hier, wenn ihr denn halbwegs gut equipped sind, ich bin dann immer reingelaufen, habe die vier Gruppen zusammengepullt, umgehauen, dann den Boss gemacht und ab dem Zeitpunkt könnt ihr hier oben rumlaufen, mit der kompletten Gruppe hier aufmounten, hier rumlaufen, einfach komplett durchlaufen und dann einen Deathskip machen. Wie könnt ihr einen Deathskip machen? Ihr braucht, wenn dann, einen Geso, auf dem besten den Heiler oder ihr habt irgendwen dabei, der retzen kann und Shadow melden kann, also Nachtelf ist. Oder ihr habt einen Charmy dabei, der anken kann. Oder ihr habt einen DK oder einen Druid dabei, die dann Battle Rats raushauen kann. Mit Unsichtbarkeitsport oder mit einem Schurken, mit Stealthen wird es wahrscheinlich, also Master-Stealth meine ich, wird es wahrscheinlich nicht reichen. Also es ist ein relativ weiter Weg. Dann haut ihr den Boss um, nehmt hier hinten, hier liegt so ein Golem, habt ihr so eine Kugel dabei. Die könnt ihr aufklauben, am besten nimmt ihr der Tank. Dann geht ihr hier oben, pullt alle Mobs zusammen, schmeißt diese Kugel an, die haut extrem viel Schaden raus, also die Kugel haut die Mobs alleine schon halb runter, dann Boss machen und dann dementsprechend nach oben den letzten Boss umhauen. Das Ganze kann man tatsächlich in 10 Minuten oder wenn die Gruppe echt gut equipped ist, auch in unter 10 Minuten machen, wenn ihr mehrere Chars auf Stufe 60 habt, dann empfehle ich euch das Ganze im Plus 0 zu spielen und es so zu pullen. Was am meisten Zeit quasi erspart, ist halt, dass ihr die kompletten Trash Mobs skippt. Im Endeffekt habt ihr dann nur einen Pull, Boss, Skip, zweiten Boss, dritten Pull,
Gut, dann habt ihr hier noch ein paar kleine, die danach spawnen und dann noch die zwei Bosse und das war's. Das kann man echt in 10 Minuten durchballern, wenn man da schnell ist. Im Mythic Plus könnt ihr natürlich nicht durchskippen, weil da braucht ihr die Prozente, sonst kommt am Ende natürlich die Boss-Truhe nicht. Also da spielt ihr dann natürlich ganz normal. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt dann dementsprechend einfach in die Suche reingehen bei Dungeons. Ich habe jetzt hier noch so ein Tool, Premod Group Finder, wo heißt das, da kann ich jetzt hier zum Beispiel in Necrotic Waste die Instanz eintragen und dann sage ich, okay, ich will jetzt ein plus 2er zum Beispiel. Hallo, ich will 2, habe ich gesagt. Ich glaube, ich muss 2. Okay, eigentlich sollten mir das dann nur die 2er Keys anzeigen, aber irgendwie will er das anscheinend nicht. Okay, egal. Auf jeden Fall könnt ihr euch dann theoretisch da oben die Keys raussuchen. So könnte man natürlich jetzt auch durchscrollen und sagen, okay, ich will jetzt nur die Lone machen, die schnell gehen. Jetzt ist bei mir schon ein bisschen später abends, aber im Normalfall sind auch ein paar 2er, 3er Keys drin. Da kann man sich reinqueuen und wie gesagt, Mythic Plus kriegt man ja jeden Run den Loot. Also ihr könnt so viele 2er und 3er Keys in der Woche mit einem Char machen, wie ihr wollt, und das Mount zu farmen. Ich persönlich würde euch aber empfehlen, wenn ihr mehrere Level 60er Chars habt, macht es ein plus 0. Da ist man wesentlich schneller durch, weil man halt alles skippen kann. Gut, jetzt dann vielleicht noch zu meinem Mount Drop. Ich habe meinen Mount Drop so nach ein bisschen über 30 Tries gehabt. Hab's nicht selber bekommen, sondern wir waren im Stream drin und haben das gefarmt. Und dann hat's mir quasi einer aus dem Stream getradet. War sehr nett an der Stelle. Nochmal vielen Dank an der Stelle hier. Hat mich viel Farmarbeit erspart. Ich kenne andere Leute, die einige hundert Tries da gebraucht haben, bis sie ihr Mount hatten. Sprich, ich war sehr, sehr lucky in dem Zusammenhang. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr ähnlich lucky seid wie ich und es vielleicht selber kriegt oder euch das Ding wer tradet, so wie es bei mir der Fall war. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Mount-Guide-Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.